Oh, die waren noch nicht fertig. Genossen, platziert die Sprengladungen. Ja, Genosse. So, wo sind denn jetzt hier... Genosse? Unsere... Da sind sie. Erwarten Ihre Befehle. Na kommt. Schön hier hin. Vorwärts, Genossen. Fahrt ein Stück weiter. Und das hier wird gezündet. Hurra! Oh. Das kostet aber ordentlich. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. So, die beiden Scharfschützen packen wir mit dahin. Und mit dem hier gucken wir mal, dass wir ein bisschen Munition finden. Wenn Sie wollen, dass ich dahin gehe. Da war eine Munitionskiste. Wie viel ist da drin? 100. Da können wir dann den Panzer hier auch noch in die Luft sprengen. Unterwegs. Und da ist auch noch eine Munitionskiste. Hier sind auch noch zwei Panzer. Hätten wir eigentlich hier auch schon irgendwo welche kaputt machen können? Nee, ne? Nee. Das ist hier das erste Lager, wo man so viele Panzer jetzt hat. Die Leuchtgeschosse kosten so viel. Oh. Ich Idiot. Ich habe nicht auf die Scharfschützen geachtet. Pioniere bereit. Naja, ich mal wieder. Ich spiele. Ich verstehe sowieso nicht, warum... Warum zwei Panzer, wenn die nebeneinander stehen, nicht beide kaputt gehen. Oh. Alles gut. Kommt schön zurück. Keiner mehr da? Bereit. Geh mal über hier alle ans Feuer da. Ja, Leute, wir rücken ab. Ah, das sind auch unsere Rekruten, sehe ich gerade. Dann können wir doch hier die verstärken. Stellungswechsel. Ah, da haben wir beide kaputt das ist gemacht. Für Alexei, ihr Mistkerle. Ich wollte mich gerade schon sagen, das muss doch eigentlich funktionieren, dass dann beide kaputt gehen. Sonst wären wir nämlich jetzt, glaube ich, nicht hingekommen mit der Munition. So, was ist hier unten? Warum ist da noch ein X? Was ist das? Ach so, okay. Gut, ja, soweit läuft's doch. Sichern Sie den letzten deutschen Außenposten, aber ich möchte dann doch nochmal gerade gucken, ob hier nicht noch irgendwo ein Panzer ist, den wir übersehen haben. Aber ich meine nicht, oder? Doch, hier. Das möchte ich dann doch schon gerne machen. Die habe ich gar nicht gesehen. Da würde ich mich dann doch gerne da auf den Weg machen. Dauert jetzt zwar ein bisschen, es tut mir auch leid, aber in der Zeit können wir ja mal einen Scharfschützen nehmen und ein bisschen scouten. Zumindest hier mal die Brücke absichern. Scharfschützen unterwegs. Das dauert ja nicht so lange jetzt, bis sie wieder da sind oder bis sie da sind und dann wieder zurückkommen. Okay, die kann ich jetzt gerade nicht verwenden. Unterwegs. Bewegen uns in feindliches Territorium. Hier ist wieder irgendwo ein Halbkettenfahrzeug, oder was? Nee. Gut, so, die sind angekommen. Sollen wir etwas sprengen? Jetzt versuche ich das wieder so dazwischen zu legen. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten lassen wir die einfach hier stehen. So, ihr rückt ein Stück vor. Ich werde gebraucht, infiltriere. Das sieht soweit eigentlich ganz sicher aus. Was bei euch? Beides kaputt? Weg mit dir! Beides kaputt, alles klar. Dann holen wir die wieder. Schicken die hier ans Lagerfeuer. Und hier das... Ihre Befehle, Genosse! Ah, Moment, da müssen wir die hier erstmal... Wir erwarten Befehle! Doch, ich bin talentiert! Gardisten, Raub! Gardisten unterwegs! Die werden jetzt hier noch unterstützt, die Gardisten. So! Wir haben jetzt hier noch zwei MGs, aber hier ist keine... Stellung.
keine Feuerstelle, kein gar nichts. Doch hier ist eine. Dann setzen wir die MGs hier an die Feuerstellung. Marschbefehl erhalten. Sie haben Befehle? Bereit machen zum Stellungswechsel. Wir machen das jetzt mal so. Und das Halbkettenfahrzeug schicken wir schon mal dahin. Und die Ingenieure können wir mit hier zu den MGs schicken. Und wir scouten weiter. Ich bin auf dem Weg. Gucken, was wir hier noch so alles finden. Da ist nochmal eine Munitionskiste. Stellungswechsel. Da ist die Brücke, die sieht eingestürzt aus. Da ist ein Panzer. Unterwegs. Wir gehen mal gerade hier lang. Gucken uns die unterwegs. Brücke an, aber die Brücke scheint wirklich zerstört zu sein. Hier muss es also einen anderen Weg geben. Ich bin auf dem Weg. Dann nehmen wir uns die Munitionskiste mit. Vielleicht ist das auch so ein deutscher Panzer, den wir kaputt machen sollen. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Da fahren wir, glaube ich, mal mit so einem Wagen vor. Und den Trupp hier schicken wir raus. Alle Mann, das Halbkettenfahrzeug verlassen. Und geht da rein. Immer nur gehen. Warum verteidigen? Ich will da rein. Wir sind auf dem Weg. Hört jetzt uns? Ah! Die deutschen Mistkerle hauen ab! Unterwegs! Kommt rein hier! Da, Gardisten hier! Halbkettenfahrzeug hier! Wir erwarten Befehle! Okay, das war jetzt gemein. Haben sie uns richtig schön verarscht, ey. Penner. Ich glaube, der Panzer ist weg, ne? Ja, okay. Alles klar. Aber wo sollen wir uns hier bitte aufwärmen in der Nähe? Wir sind ja hier immerhin nicht bei Minecraft mit einem Feuerstein oder sowas oder mit ein paar Fackeln oder so. Das geht ja nicht. Oder eben bei Under the Ocean oder ähnlichen Spielen, wo man sich dann schnell was craften kann. Wie kommen wir denn da jetzt rüber? Ah, wir können darüber laufen. Ist aber ziemlich unsicher. Ah, hahaha. Da hinten sehe ich doch schon so eine Stellung. Du kommst mal mit hier hin. Ja, Genosse. Wir könnten theoretisch. Was muss getan werden? Das so machen. Trupp! Absteigen! Gehen die da jetzt automatisch rein? Gardistentrupp bereit! Besetzt, hey, da rein! Dieses Gebäude. Da, Gardisten hier! Raus! Wir sind unterwegs. Ah, da kann nur einer rein, alles klar. Steigt in dieses Halbkettenfahrzeug, Genossen. Aber die sind da erstmal safe. Jetzt müssen wir nur gucken, wie kriegen wir die denn hier rein. Also die Ingenieure können wir auch noch ins Auto packen, ne? Wir gehen rein. Ziel bestätigt. Aber was machen wir mit den MGs? Lasst uns gehen, Genossen. Ich bin in Hundescheiße getreten. Verdammt, ich bin in Hundescheiße getreten, auch nicht schlecht. Was machen wir mit den MGs? Die kriegen wir schlecht in ein Auto rein, ne? Und in das Haus gehen die jetzt auch nicht mehr, das ist besetzt. Unterwegs. Das heißt, die müssen irgendwie auf die andere Seite kommen. Hier diesen Weg können wir wahrscheinlich nehmen, um rüber zu kommen. Ich möchte aber scouten, ob hier irgendwo auch eine Feuerstelle ist. Da ist eine Feuerstelle. Der Krieg macht uns alle zu. Die Infanterie wird sterben. Da. Nein. Marschbefehl bestätigt. Erledigt sie. Bereit. Macht sie kalt. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. So, wir locken sie. Stellungswechsel. Was kann ich tun? Ach du Scheiße. Ja, Mörser. Ich werde woanders gebraucht. Weg hier! Ja, Genosse. Okay. Feindliche Infanterie! Keine Mörder! Warum schießen die auf uns? Ach du Kacke. Das heißt, wir müssen jetzt hier reinfahren. Los geht's, Fahrer! Greifen an! Und die hier.
Gebäude. Hier mit hin. Wir wechseln die Stellung. Auf geht der Fahrzeug jetzt unterwegs. Weg hier. Ich hab was von Granate gehört. Sofort aufbrechen. Wir müssen die Leute hier mitholen. Hier hin. Go, 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 go. Leute, sie greifen uns an. Eine tapfere Infanterieeinheit hat das ultimative Abwehr gebracht. Okay, wir schicken da jetzt einfach noch einen Rekrutentrupp hin. Stellungswechsel. Noch mehr Einheiten hier. Ich fange mit meiner Arbeit an. Greifen an. Wir haben gerade mit unserem Fahrzeug einen Stern bekommen. Los. Greifen an. Aber hier geht ja richtig die Post ab. Ja, Genosse! Unter Beschuss durch Handfeuerwaffen! Wir werden angegriffen! Oh, scheiße, scheiße, scheiße! Wir müssen abrücken! Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung! Macht sie nieder! Die feuern auf uns! Sofort! Wo kommen denn die Mörser her? Ach hier, scheiße! Fuck! Scharfschützen bereit! Die könnt ihr die nicht ausschalten? Sterben. Wir haben den Trupp kalt gemacht! Sind eingetroffen. Wir stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Keine Ahnung. Okay, das Fahrzeug ist gleich Schrott, aber dafür haben wir hier den Stützpunkt dann eingenommen. Achtung, Ihre Trupps erfrieren! Ja, ich weiß. Zeit zu gehen, Genossen! Kommt dahin! Ja, schießen! Das MG ist keine Bedrohung! Da gehen wir jetzt dran. Rekruten der Aufschau will uns umlegen! Erobern diesen Sektor für den Genossen Stalin! Ja, für den Genossen Stalin. Erwarten, gehe zu dieser Stelle. Dieser Sektor gehört jetzt der uns! Der Feind hat sich auf uns eingeschossen! Da? Bewegt euch! Automatisches Speichern, was ist jetzt los? Aber ich stelle mich, glaube ich, heute gar nicht oder in dieser Kampagne gar nicht so dumm mehr an. Außer jetzt ganz am Anfang, ich weiß, aber das läuft. Speer berichten, dass deutsche Verstärkung sich unserer Stellung nähert. Bemannt sofort diese Mörser. Wir bereiten einen Hinterhalt vor. Wir müssen die Gegend um jeden Preis halten. Raus aus dieser Todesfalle. Wir erwarten Befehle. Okay, wir sollen jetzt hier diesen Stützpunkt halten. Gardisten. Ich weiß natürlich nicht, von wo die jetzt angreifen. Bemannt die... Ja, Genosse. Wie viel Zeit haben wir denn, bis sie das jetzt hier machen? Von wo greifen die denn dann an? Ich glaube, wir setzen hier ein MG hin. Leute, wir rücken ab! So. Hier sind die Rekruten. Die brauchen wir natürlich. An die Granatwerfer. Bring dieses Rohr in Stellung. Da kommen sie. Fuck. Mörser bemannt. Fronto-Wiki-Trupps sind eingetroffen. Ob sie uns wohl auf... Frische Rekruten sind eingetroffen. Oh oh. Scharfschützen, weg da! Feindkontakt mit Infanterie. Ich verschwinde von hier. Gardisten! Feuer diese Mörser! Scharfschütze unter Beschuss! Breche auf! Feuern, wenn bereit. Feindliche Infanterie! Scharfschützen! So, wir haben die Scharfschütze jetzt mal ein bisschen nach hinten gezogen. Die Koordinaten bestätigt. Unsere Beschuss durch Infanterie! Proto-Wiki-Rekruten einsatzbereit. Was ist das denn da? Was heißt das? Feindliche Truppen! Wir brauchen hier noch mehr. Ein feindlicher Trupp sind eingetroffen. Ah, von da kommen die. Das finde ich sehr gut. Der Feind zieht auf uns dieses Gebäude ein. Dann können wir nämlich hier unsere Mörser jetzt auch direkt wieder bemannen. Macht das Rohr bereit. Feindlicher Trupp erledigt. Da kommt ein deutsches Stuck den Fluss entlang. Stuck? Jetzt sind wir Hackfleisch. Was ist denn Stuck? Wir können ihn versenken, schnell! Mit den Granatwerfern Sperrfeuer aufs Eis! Lass den Panzer versinken! Sperrfeuer aufs Eis! Wir werden angegriffen! Sofort! Nein! Was geht hier ab? Wir feuern auf uns! Haben wir? Nein, wir haben ihn noch nicht! Was haben Sie für uns? Auf dem Weg! Jawohl. Guter Schuss. Schickt die Mistkerle in ein eisiges Grab. Sehr, sehr gut. Schaut, wie die Deutschen fliehen. Ohne ihren Panzer sind sie nicht mehr so mutig. Wehren Sie die Deutschen ab oder sterben Sie im Kampf. Das ist ja eine sehr gute Alternative.
Wenn General Winter uns in Moskau geholfen hat, dann einfach deshalb, weil er mehr Deutsche als Russen mit sich nahm. Nein. Es waren Mut und Opfer der Roten Armee und des Sowjetvolkes, die den Feind ausbluteten. Die Deutschen hätten sich im brennenden Moskau aufgewärmt, hätten wir nicht so hart gekämpft, bevor der Schnee kam. Oh, das war die Kampagne. Es ging ja recht flott. Ich wurde gefragt, ob ich die Folgenlänge nicht auf 20 Minuten erhöhen könnte. Das kann ich leider nicht, aber ich werde sie zwischen 15 und 20 Minuten immer machen. Und wir wurden befördert und sind jetzt aktueller Rang Gefreiter erster Klasse. Sehr, sehr gut. Und ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, ich würde sagen, ich gucke einfach, wie lange jetzt diese Kampagne hier ging und werde dann die Folgenlänge eben so schneiden, dass wir immer zwischen 15 und 20 Minuten lang haben. Also die Folgen 15 bis 20 Minuten lang sind. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen mit der nächsten Kampagne wieder. Diese habe ich ja auf Anhieb geschafft, ohne Neuladen, und ich bin auch recht stolz auf mich, dass ich das eigentlich ganz gut gemanagt bekommen habe. Also langsam komme ich in dieses Spiel rein. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet, wenn es dann wieder heißt Let's Play Call... Ach, warum will ich immer Call of Honor sagen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wegen COD und MOH und alles zusammen ist dann eben COH. Ich meine natürlich Company of Heroes 2. Und ja, also, wir sehen uns morgen. Würde mich freuen. Also, tschüss, macht's gut.